Vielen Dank, Erhard. Danke, dass Sie das für uns begleiten. Und meine Damen und Herren, Sie sehen es hinter mir. Bei uns klappt das mit den Leitungen offenbar hier hervorragend. Denn aus München ist mir zugeschaltet Lukas Köhler. Der ist nicht nur Mitglied des Deutschen Bundestages, klimapolitischer Sprecher seiner Fraktion. Er ist auch Generalsekretär der FDP in Bayern. Also grüße Sie in die bayerische Landeshauptstadt. Herr Köhler, lassen Sie uns über Klimaschutz sprechen. Völlig überraschend. Nach dem Spruch aus Karlsruhe, beginnen wir mal bei der allgemeinpolitischen Lage zu diesem Thema. Nach dem Spruch aus Karlsruhe ist die Bundesregierung jetzt quasi in einem Ad-hoc-Verfahren losgegangen und hat jetzt ein Klimaschutzgesetz 2.0 recht hurtig aufgerufen, was im Grunde genommen im Kern sagt, wir wollen die Klimaneutralität in Deutschland bereits 2045 erreichen. Aus Ihren Reihen kamen da zumindest kritische Stimmen. Was fehlt Ihnen? Erstmal grüße Sie, Frau Adam. Die Frage, die die Bundesregierung sich eigentlich stellen sollte, ist doch aktuell, wie kriegen wir ein Klimaschutzkonzept umgesetzt, das das Bundesverfassungsgericht auch würdigt? Weil das Bundesverfassungsgericht hat ja nicht gesagt, dass das Zieljahr nach vorne geschoben wird, sondern dass vor allen Dingen der Weg dahin anständig ausdifferenziert. Was die Bundesregierung jetzt gemacht hat, ist in einem Hauruck-Verfahren ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das alles tut, aber nicht den richtigen Weg aufzeigt. Es geht im Bundesverfassungsgericht ja hauptsächlich darum, die Freiheit kommender Generationen zu schützen. Und deswegen wäre eine europäische Integration eines Klimaschutzplans, der aufzeigt, wie können wir eigentlich wirklich diese Zielerreichung umsetzen. Das wäre notwendig gewesen. Die Bundesregierung hat vielleicht aus wahltaktischen Gründen einfach ein bisschen das Datum vorgezogen. Herr Köhler, nun können Sie als FDP sagen, wir haben da die richtigen Maßnahmen, also nicht nur sozusagen die Zielsetzung der Klimaneutralität, sondern auch die Unterfütterung mit Maßnahmen, die wir alle bezahlen und möglicherweise auch aushalten können. Da gibt es sozusagen grundsätzlich in der Zielvereinbarung eine Übereinstimmung mit den Grünen, aber in den Instrumenten sind sie doch sehr verschieden. Also eines der Instrumente, das ich bei Ihnen gelesen habe, ist der CO2-Emissionshandel. Was würde das konkret für mich als Bürgerin bedeuten? Der CO2-Zertifikathandel erledigt vor allen Dingen erstmal eine Sache. Er stellt sicher, dass wir über das CO2-Limit, das diesem Instrument zu eigen ist, sicherstellen können, dass wir auch Klimaschutz umsetzen. Vor allen Dingen können wir damit sicherstellen, dass wir unsere Ziele erreichen. Die Klimaziele umzusetzen, das muss ja in erster Linie Klimaschutzmodell sein. Aber für Sie persönlich passiert vor allen Dingen mit dem CO2-Zertifikathandel eines: Es bildet sich ein CO2-Preis. Und zwar immer der effizienteste, um Klima wirklich zu schützen. Denn dadurch, dass ein Limit eingeführt wird, aber die Menge an Zertifikaten noch verteilt wird über diesen Handel, also darüber, dass die Unternehmen am Ende des Jahres nachweisen müssen, dass sie auch entsprechend viele Zertifikate für ihren Ausstoß hatten, sie aber auch reduzieren und handeln können, müssen sie am Ende des Jahres natürlich diesen Nachweis erbringen und damit auch einen CO2-Preis aufrufen. Okay. Also und Bürgerinnen und Bürger natürlich auch zahlen. Okay, also wenn ich, sagen wir mal ganz konkret, jetzt mein Auto abschaffe und nur noch Bus und Bahn fahre, mit der Bahn fahre ich ja schon klimaneutral, dann kriege ich am Ende des Jahres einen Scheck. Den kriegen Sie auch, allerdings nicht direkt aus dem Emissionshandel, sondern das ist der Vorschlag, einer unserer Vorschläge zum sozialen Ausgleich. Erstmal zahlen Sie natürlich genauso wie in einer CO2-Steuer einen CO2-Preis. Unser Preis ist flexibler, weil er auf zum Beispiel Innovationen, Neuerungen am Markt besser reagieren kann und weil er sicherstellt, und das ist das Wichtige, dass wir auch Klimaschutz umsetzen. Aber natürlich müssen Sie eine soziale Komponente am Ende des Tages damit bedienen. Wir müssen dafür sorgen, dass Klimaschutz in der Bevölkerung Akzeptanz erfährt und dass er natürlich sozial ausgeglichen ist. Deswegen schlagen wir neben einer Reform von Steuern und Umlagen und einer Fokussierung auf CO2 im Energiebereich, schlagen wir vor allen Dingen auch vor, eine sogenannte Klimadividende einzuführen. Das heißt, nicht nur, wenn Sie mit Bus und Bahn fahren, sondern von dem Geld, was wir aus diesen Einnahmen übrig behalten, nach den Investitionen nach der Reform, dann bekommen Sie quasi eine Klimadividende am Ende des Jahres zurück. Okay, gut. Wenn Sie aber Bus und Bahn fahren, zahlen Sie natürlich keinen CO2-Preis. Das heißt, Sie haben einen doppelt positiven Effekt. Okay. Herr Köhler, wenn Sie sozusagen in die Situation kommen, dass die Zahlen es hergeben, dass Sie dann in einer Koalitionsregierung oder um eine Koalitionsregierung mitverhandeln können, wird da einiges zu besprechen sein, unter anderem, wo man das auch ressortmäßig anbindet, den Klimaschutz. Aber eines haben wir hier festgestellt in diesem Gespräch, diese Aussage aus 2019 von Ihrem Parteivorsitzenden, Klimaschutz ist nur was für Profis, das ist auf jeden Fall jetzt obsolet. Klimaschutz dürfen alle mitmachen. Danke Ihnen also für Ihre Einschätzung, für Ihre Informationen. Lukas Köhler war das, der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Mit dieses Deutschen Bundestages, Generalsekretär der FDP in Bayern. Danke für Ihre Zeit. Merci. Einen schönen Tag.